Ja, lustigerweise passt sie perfekt in diese Rolle, aber sie hat auch diese Rolle irgendwie auch zu sich gemacht irgendwann. Also das ist ganz, ganz toll. Also sie ist eine großartige Schauspielerin, die nicht zu Unrecht irgendwie wahnsinnig viele Preise gewonnen hat. Und die ist genau wie die Rolle charmant. Sie ist laut und wahnsinnig witzig. Und Anna ist wirklich eine, die auch eigentlich fast in jeder Szene irgendwie immer noch neue Ideen hatte, diese Szene noch lustiger und witziger zu machen. Und bringt immer sehr viele von sich mit in die Rolle, was der Rolle immer sehr gut tut.